Es ist absehbar, dass für eine Verlängerung des Vertrages zwischen ÖFB und Didi Constantini keine Mehrheit erzielbar sein wird und daher der Vertrag mit 31.12.2011 auslaufen wird. Fakt ist, dass wir wirklich in letzter Zeit so viele Niederlagen gehabt haben, dass wir uns nicht qualifiziert haben für die Euro. Und das ist ein Grund, dass man den Trainerwechsel vollzieht. Und ich nehme das auch so an. Ich habe immer gesagt, ich habe den Vertrag bis 31. Dezember. Wenn ich bis dorthin helfen kann, dann werde ich das machen. Und nach mir kommt dann der Nächste. Es ist mehr als wie augenscheinlich, dass es keinen Bruch gibt zwischen dem Teamchef und der Nationalmannschaft. Ich sage, individuelle Dinge sind in jeder Mannschaft möglich, sind auch hier. Aber grundsätzlich ist nach wie vor feststellbar, dass das Verhältnis zwischen der Mannschaft und dem Teamchef nach wie vor intakt ist. Ich gehe mal davon aus, dass das alles Profis sind und jeder ist gerne dabei. Die Stimmung war bei jedem, außer vielleicht vor Belgien, wo ein bisschen chaotisch runtergerannt ist, sehr gut. Und jeder ist froh, wenn er eingeladen wird. Und ich gehe davon aus, dass sich da so gut wie keiner verletzt meldet, weil das wäre amateurhaft. Wir brauchen daher keine Interimslösung, aber wir werden uns ab sofort, und das ist auch offiziell, auf Teamchefsuche begeben. Ich glaube, dass in den letzten Spielen spielerisch die Mannschaft entsprochen hat. Das ist ja so, dass wir leider keine Tore gemacht haben in den letzten 5-6 Spielen oder zu wenig. Fakt ist aber auch, dass ich gestern bei den Türken gesehen habe, dass der Tormann 15 bis 20 Mal den Ball zum 20er geführt hat und dann hoch noch vorgespielt hat. Wenn das bei uns passiert, wäre das natürlich ein Skandal, aber man sieht, dass es auch große Nationen sich oft einmal drüber helfen, mit weniger Pässe oder weniger Laufwege. Aber es ist so, dass einfach die Erfolge nicht da sind und darum ist ja die Entscheidung die richtige. Wenn wir uns auf Teamchefsuche begeben, dann werden wir in erster Linie auch auf Qualität schauen. Und das ist wichtig. Das Thema Finanzen ist eines, das den ÖFB sicherlich bewegt. Nur eines ist auch klar, es hilft uns die beste Infrastruktur nichts, wenn wir nicht einen sportlichen Erfolg zeitigen. Und daher, glaube ich, sollten wir gerade auf der Seite auch investieren. Ohne dass wir jetzt Millionen verballern für Riesennamen. Das, glaube ich, würde nicht ganz zu uns passen. Ich wünsche, dass sich der nächste Teamchef qualifiziert, weil ich glaube, dass sie die Mannschaft weiterentwickeln wird.